Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das deutsche Wort dickköpfig. Ja, dickköpfig. Dies ist mein Kopf und dick bedeutet nicht schmal. Ja, dieses schmal und dieses dick. Schmal, dick. Ja, wenn ich einen dicken Kopf habe, dann bin ich sehr eigensinnig. Ja, ich mache das, was ich will und es interessiert mich nicht, was andere denken. Ja, ich mache das, was ich mir vorgenommen habe, egal wie irrational es ist, egal wie dumm es ist. Ja, ich mache das. Ja. In den Herr der Ringe-Filmen war der Zwerg Gimli oft dickköpfig. Ja. Generell in Tolkiens Universum sind die Zwerge sehr dickköpfig. Ja. Und ich finde die Metapher dieses Wortes sehr toll. Ja. Man ist eigensinnig, man interessiert sich nicht dafür, was andere sagen. Ja. Man hat eine Meinung. Und egal wie irrational diese Meinung ist, man besteht daraus, ja, darauf, das ist dickköpfig. Ja, und es ist so wie, ja, der Kopf ist dick, ja, es kommt nichts Neues herein. Ja, man hat keinen offenen Geist, man hat keinen offenen, man ist nicht offen für die Vorschläge anderer Menschen. Ja, sondern man hat einen geschlossenen Geist, ja, man ist dickköpfig, ja, es dringt nichts rein, weil der Kopf so dick ist, ja, und ja, wenn ich dickköpfig bin, wenn ich eigensinnig bin, dann mache ich, wie gesagt, was ich denke und es ist sehr negativ belegt, ja, ich meine, ich kann auch Charakterstärke haben. Ich kann auch Integrität haben. Ja, das sind positive Wörter. Und dann mache ich auch das, was ich denke und interessiere mich nicht dafür, was andere mir sagen. Ja, ich kann Integrität haben und Charakterstärke. Aber wenn ich dickköpfig bin, ja, dann heißt das, dass ich auch Dinge tue, die nicht so gut sind oder Dinge denke, die nicht so gut sind. Ja. Gimli in Herr der Ringe, ja, er war sehr dickköpfig, weil er eine schlechte Meinung über Elfen hatte. Ja. Ach, Elfen sind nicht gut, die Elfen sind nicht so gut wie die Zwerge und man kann nicht mit Elfen befreundet sein. Ja, das ist sehr dickköpfig, ja, das ist eine irrationale Meinung, ja, eine schlechte Meinung. Und er hat aber darauf beharrt. Ja, zum Glück ist Legolas durchgedrungen, ja, durch seinen dicken Kopf. Legolas ist durchgedrungen und die beiden wurden Freunde. Ja, aber er ist trotzdem sehr dickköpfig. Okay, ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, dieses Video war unterhaltsam. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!